Sehr geehrte Frau Präsidentin, genau. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mädchen und in diesem Fall heute liebe Jungs. Auch schönen Gruß an die Tribüne da oben. Ich bin sehr erfreut, hier eine maskuline Schulklasse zu sehen, hauptsächlich, glaube ich. Für diesen gemeinsamen Antrag, den wir... Es wurde von allen alles gesagt, definitiv alles gelobt, großartig. Im Bereich der Pflege ist es definitiv sehr problematisch, immer wieder diese alten Klischees zu durchbrechen. Diese alten Muster, die wir alle in den Köpfen haben. Wir hatten gerade die ebenfalls hier zum Glück erwähnte Werkzeugmacherin aus den 80ern. Ich selber habe meinen Zivildienst im Bereich der Pflege, in der Kinderbetreuung, damals in den 90ern absolviert. Meine Frau ist eine Goldschmiedin im Handwerk. Also diese Durchbrechung der Muster, das tut insgesamt der Gesellschaft, glaube ich, sehr gut. Ich kann allen nur empfehlen, nachzuschauen. Wir haben keinen Zivildienst mehr. Wir haben das freiwillige soziale Jahr. Auch da kann ich allen immer nur empfehlen, geht in die Bereiche rein und überlegt, wie ihr euch da zukünftig entscheiden möchtet, wie ihr eure Familie ausgestalten möchtet, wie offen ihr das machen wollt. Und dieser Boys Day und der Girls Day sind einfach weitere Werkzeuge, es sind Möglichkeiten, wie wir die Zukunft besser gestalten können für die Jugendlichen auf dem Weg in die Zukunft. Es ist nicht alles. Wir werden den bisher halben Antrag der FDP vielleicht noch weiter vernünftig befüllen können im kommenden Jahr. Und von daher bleibt mir auch nur übrig zu sagen, ich wünsche allen faule Tage, egal welcher Gesinnung Sie folgen, und verabschiede mich hiermit vom Plenum. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Olea.